Okay, das ist schwierig. Das ist auf eine ganz unangenehme Weise schwierig. Was bringen uns diese Alien-Viecher? Also, sie bringen uns, glaube ich, nur Fleisch, ne? Aber wir wissen es noch gar nicht. Ich weiß es nicht mehr genau, was sie uns geben, aber sie geben uns auf jeden Fall ordentlich ekelhaft, ne? Ich glaube, nur Fleisch. Oder nur Alien, so dieses Gelee. Und die Freunde hier, die machen wir als nächstes danach. Die ganze Herde kommt fort. Wir brauchen das Leder. Aber jetzt machen wir erstmal die. Jetzt machen wir eins nach dem anderen, ja? Eins nach dem anderen. Wir müssen erstmal schauen, dass wir unsere Leute rumbekommen. Wenn die angreifen, dann müssen wir eh rein. Die werden gleich angreifen, das dauert nicht mehr lang. Das Gute ist, es ist 2 Uhr. Wenn die jetzt noch ein bisschen warten, haben wir Tageslicht, dann treffen unsere Schüsse mehr. Aber so viel Glück haben wir nicht. Okay, alles klar, raus da. Wir bilden eine Front. Okay, die kommen von hier oben irgendwo. Da hinten. Alles klar, wir bilden eine Front und ziehen unsere Leute stufenweise zurück. Okay. Jetzt, Leute, euch wird gleich warm. Ich sag's euch. Euch wird gleich warm. Aber auf eine ganz unangenehme Art und Weise. Die Käfer sind auf dem Weg. Die Käfer sind auf dem Weg. Okay. Dann. Lass uns mal ein bisschen reingucken. Ersten Treffer. Drei Treffer. Okay, er geht zurück. Okay, das Rückziehen bringt nichts mehr. Wir müssen rein da. Jeder kämpft für sich, Leute. Jeder kämpft für sich. Das Rückziehen bringt nichts. Das bringt bei weniger Truppen. Bringt das noch was? Noch schaut's gut aus. Emmeline kriegt ordentlich was ab. Zu Max, wunderschön. Hi. Herzlich willkommen zum Fight. Alles klar. Jeder hat sein Päckchen hier zu tragen. Die werden jetzt alle erstmal zurückgehen. Und das ist auch wichtig. Wir lassen Connor. Lassen wir dann als allererstes. Wen war das? Wer war das? Wer war der zweite Healer? Connor heilt Emmeline und legt sich dann hin. Emmeline heilt Connor und dann heilen beide die anderen beiden. So machen wir das. Das ist der Plan. Wo ist Emmeline? Emmeline geht ganz hier rüber. Das heißt, Connor muss sie als erstes flott kriegen. Oder, nee, sie geht los. Okay, alles klar. Healing Self. Okay, sie heilt sich selber sogar. Combat 4, Old Equipment, Meltdown. Emmeline ist auch ziemlich hart an der Grenze. Aber ihr wird es auf jeden Fall, ich denke, ihr wird es gleich wärmer werden. Okay, Emmeline behandelt. Das ist schon mal zumindest ein Anfang. Jetzt ist Layla gerade dran. Jayla. Connor steht auch auf. Er muss speien. Ihm geht's nicht gut. Und Emmeline kriegt gerade Kälte rein. Vielleicht kann Connor sich selber heilen. Das wäre großartig. Okay, Jayla ist fertig. Boah, Connor schaut echt nicht gut aus, ne? Ich muss Connor mal heilen lassen, weil der kippt uns bald weg. Der ist nämlich bald durch. Oder, warte mal. Emmeline schaut viel schlimmer aus. Was ist mit ihm? Emmeline und Connor sind beide ziemlich übel dran. 5 verliert die pro Stunde, ey.
4 nur noch. Ja, ja, Emmeline ist ziemlich übel, aber Connor schaut auch nicht viel besser aus. Wir müssen das bei einer stoppen. Und dann muss ich Connor hinlegen, damit Emmeline ihn versorgen kann. Weil beide Ärzte ziemlich übel aussehen. Okay, immer noch 3 pro Stunde, was sie verliert, ne? Also es geht ziemlich rapide runter mit ihr. Er behandelt zwar ziemlich viele Bisswunden, aber es reicht noch nicht, um die wichtigsten hat er eben noch nicht erwischt. Er braucht neue Medizin. Was mit ihr? 0 per Stunde, das ist gar nicht wichtig und er hält auch noch ewig durch. Behandelt sie jetzt bitte sofort. Weil sie muss ihn dann versorgen. Hey, das wird wild gerade. So, er hat jetzt bestimmt Medizin geholt. Boah, sie hat da ziemlich viele Treffer abbekommen. Aber Connor schaut auch nicht gut aus. 2 nur noch. Ich meine, das kann auch wegheilen, ne? Obwohl, das nicht, weil das braucht wirklich eine Bandage. Und Emily verhungert langsam. Dann Lila. Ah, okay, sie kann nicht versorgt werden. Aber Lila muss sie versorgen, und zwar jetzt. Sie muss gefüttert werden. Wie schaut es bei ihr aus? 0, oder? Ja, 0. Okay, also sie erholt sich langsam. Sie wird jetzt von Lila noch gefüttert. Die kommt gerade. Sehr gut. Wir haben noch 4-mal Medizin am Start. Die Medizin wird auch noch wild. Es ist noch nicht vorbei, Leute. Es ist noch nicht vorbei. Wie geht's ihr? Okay, sie ist zumindest wieder. Sie hat wieder was zu essen. Das ist gut. So. Er legt sich jetzt bitte hin, weil er ist nämlich kurz vorm Sterben. So, Emmeline, du musst aufstehen. Es hilft nichts. Du bist die einzige Ärztin, die wir gerade haben. Ab dafür. Gerade frisch zusammengeflickt, noch halbwegs in Ordnung unterwegs. So, hier werden alle gerade ein bisschen versorgt, aber er verhungert auch. Er braucht auch unbedingt Hilfe. Alter, 4, Mann! 4! Wo ist Emmeline gerade? Gleich wieder da. Okay, alles klar. Jetzt wird's. Ey, Connor dürfen wir nicht verlieren. Emmeline, du bleibst jetzt hier bei ihm, oder? Currently Anna. Was? Oh nein, echt. Warte mal kurz, haben wir noch irgendjemanden hier gerade? Emmeline besäuft sich erstmal, das ist ganz schlecht. Layla hat tatsächlich noch eine 1 drauf. Ab dafür, komm. Bring den wieder. Alter, okay. Connor ist tatsächlich... Der hat eine Infection bekommen. Shit. Okay. Der hat eine Infection bekommen. Eine milde Infection hat er. Okay. Es ist übelst, aber es... Ja, okay. Mal schauen. Ja, okay. Es ist... Es ist weg. Es wurde behandelt. Uff. Ey, das war ein heißer Ritt gerade. Ein heißer Ritt auf der Rasierklinge. Okay, die machen Musik gerade. Das ist für die Stimmung gerade extremst wichtig. Also wirklich extremst wichtig. So. Raka hat doch im Crafting, ist der doch enorm stark, oder? Nee, 4 nur. Das ist okay. Ist nicht schlecht, aber es ist okay. Ja, das war schon eine ziemlich wilde Sache gerade, ja. Das war schon eine ziemlich wilde Nummer. Wie ist denn das? Der hat sich doch das Jacket gerade selber genäht und selber angezogen, ne? Aber besser als nichts, ne? Alles über 5 Grad ist für ihn noch okay. An. Der ist auch nicht an. Öfen sind nicht an.
Das ist natürlich wieder mal sehr unangenehm. Ja, die zerlegen hier das, deswegen machen die gerade nichts. Stimmt, wir haben kein Feuerholz. Das könnte ein Problem sein. Wobei ich die zwei Bäume echt gut fände. Okay, hier machen wir mal, hier geben wir mal Cutting rein. Connor hat auf jeden Fall jetzt ordentlich zu tun. Old Equipment hier. Ja, kriegt man vielleicht eine. Wir können ihm eine Cap aufsetzen, das ist besser als nichts. Emmeline braucht auf jeden Fall ganz, ganz flott was. Die muss hier rein. Hier drin wird es nämlich gleich warm werden. Die haben nämlich hier ordentlich eingeheizt. Connor ist auch so kalt. Aber der befeuert hier den Ofen, oder? Noch ein neues Insektennest. Okay, wo ist das? Weit weg von uns, okay. Sie muss doch eigentlich, ihr muss doch eigentlich ganz gut gehen, oder? 13 Grad ist ihre Resist. Die hat keine Schuhe an. Bullock. Das ist natürlich frisch, ne? Hier ist aber warm. Hier kann sie mal kurz forschen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht für sie. Und für ihn ist das natürlich auch übel. Hier ist angenehm. Hier können die jetzt gerade keine Ausrüstung haben, gerade mal Sachen machen. So, dann ist der Wert jetzt auch weg. Was forschen wir gerade? Ganz kurz. Wir versuchen aus Treibstoff chemische Fasern. It's happening. It's happening. Endlich. Es ist 100 Jahre passiert. Und ich hätte die eigentlich nur in einen Raum sperren sollen. Und das wäre alles gut gewesen. Also, sind wir doch mal ehrlich, ja? Seit 2 Jahren und 28 Tagen überlegen wir uns, wie wir die verkuppeln können, die beiden. Und der Trick war es einfach, sie in einen Raum einzusperren und dann wird das schon. Und dann lassen wir die Magie von alleine passieren. Das glaubt dir niemand. Das glaubt dir doch niemand. Die arbeiten jetzt die ganze Zeit zusammen. Also, die werden Lovers. Ja, das bedeutet, die werden mit Sicherheit... Yo, in love is Emmeline. Sehr, sehr schön. Ich meine, er stand ja schon die ganze Zeit auf Emmeline, aber sie halt nicht so auf ihn. Aber jetzt sind sie aber... Yes. Okay, na. Wollen die jetzt ein eigenes Bett? Unrelaxed. Kaum in der Beziehung, schon unentspannt, ne? Also ganz, ganz wilde Nummer bei ihm. Ja gut, er ist auch ein bisschen hungrig. Kann er eat fruits? Ja, er soll mal was essen gehen. Kraka hat auch noch ein Problem. Er hat auch eine Jacke an. Hat er wenigstens... Er hat Sommerschuhe an. 5 Grad ist seine Kältetoleranz. Das ist doch auch nix. Jayla, Hypothermie. Ja, jeder, der jetzt... Wie kalt ist es? Hat doch 0 Grad. Was ist mit euch? Trinken Wein und dann wird das schon.
Okay, also die brauchen auf jeden Fall Betten im gleichen Raum. Das bedeutet, wir werden Folgendes machen. Change Owner. Emmeline. Hier ist ja das. Wer ist hier drin? Jayla kann hier rein. Und hier kommt dann rein... Ah, ne, warte mal, oder? Doch, Jayla. Und dann dürft hier rein Raka. So. Raka, Jayla, Emmeline, Connor. So. Denn... Deconstruct. 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 So. Deconstruct. Move. Das auch. Move. So. Müsste funktionieren, wenn alles umgebaut ist, würden alle glücklich sein. So, wie schaut es hier unten aus? Wird hier ordentlich Baum gefällt? Wir, let's have a look. Was machen wir hier gerade? Wir verwurschteln gerade endlich mal richtige Schuhe. Geil. Die Schuhe werden natürlich sofort gesnackt werden, ne? Also, glaubst du doch nicht, dass die im Lager ankommen und dass der den nicht instant anzieht. Gut, wer hat keine? Hier. Emmeline kriegt sofort Boots. So, dann machen wir Folgendes. Raka, du futterst gerade, das ist für mich fein. Haust dir ruhig rein. Und danach gehst du eh schlafen. Genau. Ne, Deconstructing. Okay, er bereitet schon mal hier drüben alles vor. Eigentlich technisch gesehen ist das jetzt ein Raum. Also egal wie die schlafen, es passt auf jeden Fall. Ich kann aber Raka mal ganz kurz sagen, mach mal bitte, move mal das Bett bitte. Also jetzt wäre gut. Willst du nicht, okay. Ist vielleicht doch einfach die Uhrzeit nicht mehr richtig, ne? 23 Uhr, schiebt mal keine Betten rum. Theoretisch müsste da jetzt... Ah, nee, der kommt nicht durch, ne? Das ist das Problem gerade. Deswegen kann sie nicht schlafen. Das müsste aber jetzt machen können. So, und das ist jetzt Emmeline, ne? Wo ist Emmeline? Emmeline schläft hier hinten im Shared Bed, okay. Du steigst mal kurz um. Ihm ist kalt, ne? Aber der Ofen brennt doch, oder? Nee, er brennt nicht. Er sollte eigentlich laufen. Warum hat es hier 0 Grad drin? Jetzt 13 Grad, jetzt auch 0 Grad. Jetzt 30 Grad? Also der Luftaustausch hier ist irre mit den Dingern. Was ist mit ihm hier? Emmeline schläft hier ein. Ich lasse sie das mal extinguishen. Ja, schauen wir mal. Und wieder anschalten. Ah, sie kann hier nicht hin. Sie kommt hier gar nicht hin, ne? Ah, okay, alles klar. Houston, we have a problem, ne? Also ganz arg. Ey, die haben alle Hypothermie. Lass mal ganz kurz Alarmstufe Rot geben. Okay, so, wenn jetzt eh alle wach sind. Ah, ups. Du machst jetzt erstmal ein bisschen Essen. Raka, du forschst jetzt erstmal
an am mach mal Boots oder so. Laila, du machst hier mal keine Ahnung, was wir ihr geben können. Hier, sie kann mal scrappen. Und Connor kann doch auch was, oder? Weiß man nicht. Er kann forschen. So, jetzt sind alle in der Bude eingesetzt und keiner muss draußen arbeiten, solange wie das dauert, bis das halbwegs flott ist. So, wo sind eigentlich die Rinder die ganze Zeit? Hier, wir handeln mal einen schnellen Rind nach. So. Okay, hier müsste der müsste jetzt ein Tier ausnehmen. Wo ist denn das Tier? Hat er das schon zerlegt? Ich check's nicht. Wo ist denn das Tier hin? Oder ist es immer noch... Nee, das ist doch nicht das. Da fehlt doch ein Tier gerade. Zumindest Hides haben wir nicht. Er hat Schuhe gemacht, oder? Ne, er muss was essen gerade. Gut, gut, gut. Er hat immer noch Hunger, oder was? Ne, also er frisst gerade. In sich hinein. Wir haben die Lüftungen eigentlich erforscht gehabt, oder gibt es da noch andere? Sensor-Devices, Heat-Pumping. Okay, das wär so ein Air-Condition-Dings. Nanotubes-Printing. Kaffee gibt's auch, okay. Braun wäre allerdings ganz viel wichtiger. Diese First-Aid-Kit-Geschichte wäre auch unfassbar wichtig. Genauso wie die Antibiotika-Produktion. Wären alles wichtige Themen. Ich glaube, wir bräuchten auch irgendwann mal so eine Art Getreidekorn oder sowas. Das haben wir halt überhaupt nicht. Das ist irgendwo bestimmt hier zu finden. Das da, oder? Das müssten wir halt mal observen. Heu. Jo, das wäre wichtig, dass wir das mal bei Zeiten holen. Und was ist das hier? Das ist so eine Art Kürbis... Kürbistomate oder so. So, was ist mit euch eigentlich? Das ist jetzt auch schon wieder so ganz große Geschichte, ne? So. Wenn hier die Temperatur ist, wie sie ist, 13 Grad geht ja noch. Hier ist 9 drin. So, er haut halt rein ohne Ende, ne? Ihm geht's halt nicht schnell genug. Ey, warte mal. Ist das jetzt richtig? Jetzt haben sie es verstanden, dass das Hide hier hin muss? Wenn die das automatisch machen, ja, Lego Mio, ey, dann gehen wir aber jetzt richtig wild rein, ne? Ja, unsere Felderfrist wird abgeschossen. So geht's nicht, Leute. So geht's nicht. Wir brauchen die Boots. I got no boots. Okay, oder Jacken. Jacken wären auch wichtig. Oder Sweater wären auch wichtig. Die scheinen sich aber wohl selber die Sachen auszurüsten, wenn es drauf ankommt. Hier haben wir jetzt 3 Grad des Wohlfühltemperatur mit der Ausrüstung. 5 Grad, 6 Grad, 9 Grad. Connor ist die ärmste Wurst, die hier rumläuft. Ja, der hat zwar Synthetik-Boots. Das ist auch das Einzige, was ihm noch irgendwie hilft. Aber ansonsten ist alles auf Sommer getrimmt. Das heißt, Connor muss eigentlich jetzt so ein bisschen halbwegs flott kommen. Raka geht's technisch gesehen noch am besten von allen. Der ist aber überhaupt nicht entspannt. Ja. Der braucht ein bisschen Relaxation und so, muss ein bisschen entspannen, einfach. Ich könnte ihm ja mal sagen, pass auf, geh mal hier hin und spiel mal Darts, weil die geht's an sich ja gar nicht schlecht.
alles an ihm, er freut sich ja wie ein Schnitzel im Sommer. Und danach dürfen wir erstmal Jacken herstellen, nochmal zwei. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, stopp. Hier, wenn du schon unterwegs bist, mach mal eine Jacke. Und danach machst du noch eine Jacke. Dann haben wir zwei Jacken. Ich hoffe, das klappt. Es ist 4 Uhr morgens. Der ist halt ein Frühaufsteher. Der näht halt auch in der Früh schon eine Jacke zusammen. Willkommen zurück, Leonberger Löwen. Hallöchen. So, über Nacht kommen wir. Wir haben relativ viel Sprit drin. 77% und die Sonne kommt voll rein. Connor hat eine Hypothermie gerade. Ja, das ist genau das Problem, was ich meine, ne? So, wir können Connor ja weiter sagen, research mal. Dann ist er wenigstens in einem warmen Raum. Ja, ihm geht's halbwegs gut da drinnen. Und wir können ihn ein bisschen schützen vor der Umwelt. Dann tut er wenigstens noch was für die Gemeinschaft. Auch wenn Connor, sind wir ehrlich, Connor ist jetzt nicht der krasseste Typ, um hier Forschung zu betreiben. Wirklich nicht. Aber besser als gar nichts. Er kann auch tatsächlich sich anderweitig sinnvoll einsetzen. Im Crafting vielleicht. Why not? Er kann mit Klamotten ein bisschen arbeiten. Hier. So, die gescrappten Sachen hier mal ein bisschen umwandeln, das geht doch auch. Wir können mal gucken, haben wir eine Jacke auf Lager? Warte mal, T-Shirts, nein. Nein, noch keine Jacke. Die ziehen die sich zum Teil selber an und die letzten beiden Jacken sind für Racker und Emmeline draufgegangen. Dass Connor jetzt momentan so schlecht dasteht, war ja bei allen vorher so. Ja. Das wird aber jetzt, wie gesagt, das wird jetzt bei allen dann besser, wenn wir jetzt, momentan ist Rackers einziger Job gerade, den er durchführt, ist genau das nämlich, die, nach Möglichkeit eben die Schaffung hier von dem allem. So, euch move ich mal ganz kurz, und zwar hier runter und ihn hier können wir, deconstructen, genau. So, dann müsste aufgehen, wenn, da müsste das passen vom Umbau her. So, wie schaut's da aus? Die erste Jacke ist wieder... Also der schafft pro Tag, wenn der wirklich früh anfängt, schafft er am Tag eine Jacke zu produzieren. Das heißt, wir brauchen allein 4 Tage, um überhaupt alle mit Jacken auszustatten. Die nächste Baustelle, Schuhe zum Beispiel. Na, also wir haben ja Leute, die haben... ihre Schuhe sind demnächst durch. Also wir brauchen auf jeden... Und die hat auch nur Sneakers gehabt. Ne? Da geht's noch. Das sind auch nur Sommerschuhe, die Racker selber trägt. Auch das zum Beispiel. Wobei Temperatur am besten natürlich jetzt als nächstes wäre einmal Schuhe herstellen und einmal könnten wir noch was anderes machen. Haben wir jetzt hier noch in direkter Umgebung irgendwo so ein Muffalo rumlaufen? Da oben wären noch zwei, aber die zu jagen, da müssen wir außen rum, das ist ein bisschen doof.